Hallo Freunde, mein Name ist Frank und ich wollte eigentlich dieses Video ganz anders starten, und zwar mit einem kleinen Überraschungseffekt. Ich wollte so folgendermaßen ins Bild kommen. Und es anschließend dann abnehmen, weil man damit nicht so gut sprechen kann. So, herzlich willkommen zu unserem ersten offiziellen Ansagevideo zum bald erscheinenden Album This is Bochum Not LA. Erscheint am 14.07. Ihr könnt es jetzt bereits vorbestellen. Das ist ganz besonders wichtig, weil, wie ich gerade erfahren habe, sind wir in den Vorbestellercharts relativ weit oben. In der Kategorie Deutschpunk sind wir auf Platz 2, und zwar hinter den Toten Hosen und vor dem Broilers. Also das ist ja nicht schlecht. Deswegen bestellt, was das Zeug hält. Der Vorbesteller-Link für Amazon oder für wo auch immer, der wird dann in der Videobeschreibung hier unten erscheinen. Ja, was habe ich zu erzählen? Also die Promophase für das Album, da werden ja die meisten von euch einiges mitbekommen haben. Ihr habt das Video zu Plus Eins gesehen. Ihr habt das Video zu Bochum Hamme gesehen, das Video zu Wir sind die Schittlers, dann zu Nur wegen Schittlers. Es gab ein Interview mit Punk Rockers Radio. Es gab ein Interview mit dem Ox Magazin, was in der bald erscheinenden Ausgabe, wahrscheinlich sogar in der Juli-Ausgabe erscheinen wird. Wir sind bald nochmal bei 1 Live, oder wenn dieses Video rauskommt, waren wir vielleicht auch schon bei 1 Live. Es geht auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Und was ich gerne heute anfangen möchte, ist eine Serie von Videos, in dem ich euch die Boxinhalte präsentiere. Ihr wisst ja, wir verkaufen eine Deluxe-Box. Sinn und Zweck dieser Deluxe-Box ist nicht etwa, euch mit besonders korrekten Gegenständen zu überzeugen. Das ist vielleicht ein externer Effekt. Aber eigentlich geht es darum, dass wir möglichst viel Umsatz generieren. Also wir machen keinen Gewinn mit der Box, wir machen Umsatz. Einige von euch, zum Beispiel unser Freund und Tourmanager Arthur, der wird wissen, was der Unterschied ist. Die Box kostet je nach Ort, wo man sie kauft, glaube ich, 24,99 oder 29,99. Und das verhilft uns dann in die deutschen Verkaufscharts. Es gibt Media Control und es gibt GfK. GfK ist besser, weil GfK ermittelt nicht nach verkauften Einheiten, sondern nach Umsatz. Und mit 30 Euro Umsatz kann man schon eine ganze Menge Chartplätze erklimmen. Und wir möchten später so eine Wikipedia-Seite haben, wo dann steht Chartplatzierung und dann Deutschland, Österreich, Schweiz und dann die Plätze stehen. Ich glaube, Slime sind mit ihrem letzten Album Sich fügen heißt Lügen auf Platz 14 gechartet. Das ist nicht schlecht. Die Antilopengang ist sogar auf Platz 1 gechartet. Das ist natürlich noch viel besser. Der Rapper Toonie ist, glaube ich, auf Platz 45 gechartet. Im Gegensatz zu anderen Rappern, die nicht mal Platz 50 charten. Top 50 charten. Und das erste Produkt aus unserer Deluxe-Box ist dieses wunderschöne Bandana. Ich zeige euch mal, also diejenigen von euch, die uns eher aus der Hip-Hop-Ecke kennen, die werden damit vertraut sein mit einem Bandana. Diejenigen, die eher einen Punk-Hintergrund haben, vielleicht nicht. Deswegen erkläre ich das mal. Es handelt sich um ein quadratisches Tuch von etwa 50 mal 50 cm Größe. Normalerweise aus schlichtem Baumwollstoff mit so einem Paisley-Muster. Wir haben einen schönen Elastanstoff, ähnlich wie bei Fahrrad- oder bei Fußballtrikots genommen. Atmungsaktiv, wasserabweisend und schweißmäßig gut aufgestellt. Also, dass Schweiß vom Körper abgeführt wird und man so auch gut damit Sport betreiben kann. Diese Bandanas haben verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Das erste ist, dass ihr euch bei kriminellen Aktivitäten oder kriminalisierten Aktivitäten, wie zum Beispiel Demonstrationen, Raubüberfällen etc., vermummen könnt. Einfach so machen, dann kann euch niemand sehen. Also
kann niemand sehen, wer ihr seid. Natürlich kann man auch nicht so gut hören, wer ihr seid, ne? Also, läuft das ja eigentlich noch? Ich glaube schon. Natürlich kann man auch nicht so gut hören, aber das ist auch nicht so schlimm, weil es bei solchen Aktivitäten, bei denen, wenn der einer vors Gesicht genommen, auch nicht unbedingt darum geht, gehört zu werden. Weil an der Stimme kann man euch ja auch erkennen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Bandana so zu rollen oder beziehungsweise zu falten und als Kopfschmuck zu tragen. So, das mit diesem Zipfelchen, das hier runterhängt, ist so nicht beachtet. Unser Freund Timo Joos von der Band Arrested Denial, den habe ich schon öfter mit so einem Bandana gesehen. Timo, wenn du das hörst, ich hoffe, du hast schon die Deluxe-Box vorbestellt. Wenn nicht, können wir dafür sorgen, dass du auch eine erhältst. Vielleicht kannst du demnächst mal dann das Schüttes mit deiner tragen, also dem klassischen. Man kann es als Armband tragen. Das geht so ähnlich. Anschließend wickelt man es um den Arm und dann knotet man es hier zu. Armband fungiert auch gleichzeitig als Schweißband. Was kann man noch machen mit dem Bandana? Man kann es so hinten als Tuch in der Hose tragen. Das macht man viel in der Gegend, aus der ich komme. So. Und dann könnt ihr mal sehen, wie ich damit so rumlaufe. So. Ja. Das kann man machen. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, ich beende mein Video jetzt dafür. Die anderen Boxinhalte, die noch kommen werden, und ich kann euch sagen, es werden einige Kracher dabei sein, die werden nochmal in späteren Videos präsentiert. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der Release-Party am 14.07. und bei der Party am 22.07. in Hamburg, also am 14.07. in Bochum, am 22.07. in Hamburg. Und bis dahin würde ich sagen, ihr bestellt die Box vor, um unser gemeinsames Ziel, die Chartplatzierung, eine möglichst hohe Chartplatzierung zu erreichen, auch diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Und zum Schluss noch, weil ich gehört habe, dass es immer gut ankommt, jetzt noch ein paar süße Videos von Tieren. Tschüss!